Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei No One Ass. In der letzten Folge haben wir ja eine Brücke gebaut, das war nicht die, sondern die da hinten. Ich bin schon mal ein Stück weiter gefahren. Und nun will ich versuchen, dass ich mir den Teleskoplader freischalte. Wenn ich da so auf die Steine gefahren. Haben wir ja in letzter Folge gesehen, was denn passiert. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das heute schaffen oder nicht. Hier vorne ist die Tankstelle. Wir werden mal einmal tanken, auch wenn wir es nicht brauchen. Noch nicht, aber... voller Tank ist immer schöner, ne? Da will ich hin, hier muss ich durch. Oh Gott, ey. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir das heute schaffen. Doch ganz schön tief hier. Und unser Anhänger alleine sieht ja auch schon ein bisschen was. Aber zur Not haben wir ja noch diesen Strommasten hier. Sind wir so ein bisschen schneller? Ah, da ist so ein dämlicher Baum, deswegen. Nee. Da ist ein dämlicher Baum. Und so ein Baumstämmchen hat uns aufgehalten. Klasse, ne? Fast ein bisschen wenig mehr, wirklich hier durch Meter dicken Schlamm, aber über so ein Ästchen kommt er da nicht rüber, weißt du? Das ist auch klasse. Komm schon, komm schon. Ich denke, dass wir das schaffen. Wir dürfen bloß nicht anhalten jetzt. Das wird schwer. Ich hätte mir den Weg doch mal ein bisschen weiter markieren sollen. Auch wenn ich nicht so wusste, deswegen müssen wir das jetzt. Woran scheitert es gerade? Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Chance. Der Anhänger sich da jetzt am Baum verfangen gehabt? Oder was? Ich glaube, so wie das aussah. Oh, das sieht tief aus. Das sieht tief aus da. Wir wollen so ein bisschen in der Nähe von den Strommasten bleiben. Dann soll es wahrscheinlich klappen. Und hier ist ein Auftrag. Irgendwas. Da machen. Das weiß ich auch nicht, aber egal. Schaut man sich später an.
du da bestimmt Steine irgendwie wegräumen oder was? Das könnte durchaus sein. Das ist ja eine Eisenbahnstrecke, wie das aussieht. Und die ist am bisschen blockiert, so wie das aussieht. Oh Mann. Also hier werde ich auf jeden Fall mit meinem Auto nicht lang kommen. Da wäre ich ja komplett absurd. Ja, Hauptsache wir haben das festgemacht, dass ich nicht wegschwimmen kann. Da liegt ein Felsen irgendwie. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Jo, jetzt sind wir fest. So, wir müssen mal so ein bisschen rausziehen hier. Das hat geholfen auf jeden Fall. Dann muss ich lang. Okay, jetzt muss ich doch mal auf die Karte gucken. Hier hinten muss ich hin. Hier. Also hier durch. Hier und dann hier hin. Aber gerade ist eigentlich die Stelle, da haben wir uns jetzt gerade nicht. Sind wir gerade nicht eingesackt. Gucken, geht's dann besser? Manchmal ist der Lastgang, wenn das ein Lastgang sein soll, auch nicht so gut. Manchmal bist du mit dem normalen, mit dem Automatikgang besser bedient. Solange wir uns noch bewegen, ist alles gut. Ja, weit ist nicht, ne? Wir haben es fast geschafft, zumindest bis da. Ich glaube, dann ist der Cat gar nicht mehr so weit. Ich bin mal gespannt, ob wir den hier mit drauf kriegen, den Cat. Da ist auch, ich glaube, das ist sogar auch gerade wieder hinten gewesen. Glaube ich. Wissen. Oder ist das der Auftrag dafür? Das kann natürlich auch sein. Das ist Andrea ein anderer Auftrag. Na, hier haben wir jetzt doch ein bisschen Sprit verbraucht, ne? Wieder, also hier sehe ich damit nie durchkommen. Ich hätte hier Schienen lang fahren können mit dem, ne, mit dem Autowagen. Und dann hätte ich auch die über das Wasser eventuell fahren müssen, hätte ich sogar wollen. Ist ja blockiert die Schienen. Sind wir hier Südbahnhof, sag ich mal. So, wir müssten jetzt eventuell. Das sind die Schienen, ne? Ja gut, wir werden. Dann müssten wir hier lang, ne? Ich will dahin. Wir werden jetzt erstmal geradeaus fahren und gucken, was hier ist, wo das hier weitergeht. Geradeaus ist gut, sondern hier lang. So ein bisschen.
drauf kommen wir nicht wirklich bei hier. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich übersehen. Boah, riesen Klamotten hier in so einem Schlamm, ey. Und hier hätten wir, glaube ich, auch mit dem Pickup fahren können. Zum Aussichtspunkt. Ach, der ist ja dort. Wie soll ich da hinkommen? Von anderen Seite bestimmt. Muss ich da hinten lang, ne? Okay. Und dann müssen wir mal gucken, wie ich da hinkomme. Dann müsste ich ja von der anderen Seite irgendwie rankommen, denke ich mal. Der dauert mir manchmal zu lange. Der ist zwar auch nicht so sehr viel schneller, der Automatikgang, aber ein bisschen was ist er doch. Ne? Ich glaube, hier sollte es den Cut geben. Glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht so wirklich mehr. Ja doch, da steht er doch. Alle! Zieh doch mal rum hier. Was ist denn dieses Problem? Da steht er. Hans-Peter. Yes. Natürlich muss ich was ausprobieren. Rampe aktivieren. Dann bauen wir mal noch ein Stückchen vor. Rampe aktivieren. Entladen. Dann stellen wir mal den Motor ab. Ja, gucken, ob ich den mit drauf kriege und den auch noch. Und zack, bumm, bumm. Haha. Bin ich jetzt zu weit weg oder? Nee, bin ich nicht. Gut. Das sind beide Palettengabel. Ich will nur erstmal gucken, ob das irgendwie so ein bisschen passt. Ich muss das Lenken ja schon ganz anders. Nee, das war jetzt...
Geil. Ist ja geil. Also theoretisch müsste er darauf packen. Der andere auch noch. So. Sieben. So, so müsste es eigentlich gehen. Gut, wir sind dann aber auch schon wieder am Ende angekommen. Wir machen dann erstmal an dieser Stelle Schluss. Wir haben den Teleskoplader gefunden. War ja doch gar nicht so verkehrt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, ne? Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Dann kommt noch mehr. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.